So, hallo miteinander und ich habe es gerade eben völlig geistes nicht gegenwärtig angefangen, weil ich aufnehmen wollte, aber dann ist mir was dazwischen gekommen. Und jetzt haben wir direkt eine Schlacht, weil wir gerade angegriffen werden. Könnte natürlich auch wieder vorbei sein schon. Unsere Leute stehen auf jeden Fall hier. Und ich weiß echt nicht, warum schon wieder kein Sound ist. Ah, ja, warum auch immer, dass sie wieder drunter gesetzt war. So, jetzt kommen sie von da, alles klar. So, jetzt haben wir aber so viele Truppen hier, die müssen wir doch jetzt echt. Na los, tötet sie! Lass sie nicht entkommen! Ja! Sehr gut! Wir haben sie geschlagen. Und gerade doch gerade so noch in der Aufnahme. Sorry fürs Schreien. Irgendwie zu nah am Mikro hier anscheinend. Ja, dreht euch und rotiert euch vor Glück. Schön. Sehr schön. Hat sich gelohnt, der Einsatz der dritten Javelins-Truppe hier. Ansonsten wäre es, glaube ich, wieder so geworden, dass, ja, ne, sie was geklaut hätten. Battle Loot, ja, wir haben uns das wieder zurückgeholt, was sie uns geklaut haben, wahrscheinlich. So, jetzt soll ich auch mal gucken, jetzt lief das ja gerade hier weiter, beziehungsweise. Hatten wir nicht irgendwas eigentlich gemacht hier? Nee, hat man nicht. Das wollten wir machen, aber wir waren aber noch lange nicht so weit, weil wir mehr von dem guten Zeug hier brauchen. Haben wir noch freie Leute? Tatsächlich nicht. 7 Available Jobs, was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Es sind minus 5 Actives hier, das sehe ich doch schon richtig, ne? Ja. Oh Gott. Tja, das heißt, wir müssen auf jeden Fall raus hier. Brauchen mehr Leute und zwar dringend. Die eigentliche Frage ist ehrlich gesagt, wo ist unsere Armee hin? Die ist hier. Die sollte ja. Eigentlich sollte die hier jagen, aber sie hat es irgendwie noch nicht so wirklich gemacht. Genau, Hummerfleisch. Also gestorben ist ja jetzt tatsächlich niemand eigentlich. Deswegen wundere ich mich ein wenig. Das müssen ja alte geworden, die müssen ja alle alt geworden sein oder so. Ich würde sagen, dann machen wir mal den Waffenschmied auf jeden Fall aus. Ich denke, den brauchen wir jetzt am wenigsten. Und wir werden auch noch. So, erstmal. Geht ihr mal schlafen hier? Ja. Hier zwei Toolmaker. Und der Waffenmacher. So. Das sind aber wieder 6 Leute, die hier sich anderweitig. So, und einer ist noch natürlich auch noch gepeilt jetzt. Die Frage, wie lebenswichtig das ist, was da jetzt gerade wieder leer ist. Plus 4 Flints bekommen wir jetzt. Na gut, klar. Jetzt, wenn die Dinger hier aus sind, dann ist es mal vorbei hier mit dem Wachstum. Und wir haben immer noch komische Hütten hier, in denen aber keiner mehr wohnt, teilweise. Ist das hier alles? Nein? Okay. Ah, weg das Zeug hier. Weiß ja nicht, also das Säueabladen hat wohl nicht viel gebracht hier. Keine Haushalte. Wenn jetzt doch direkt noch ein paar mehr von diesen schönen Häuschen hier bauen. Oder von den Backhomes hier. So, da geht es ja quasi die Rampe hoch. Das lassen wir mal so sein. So. Okay, schon wieder kein Holz mehr. Na, immerhin 5 mehr. Gut. Ja, die sind immer noch am Handen. Ja, zumindest unser Lager jetzt relativ leer geräumt. Ich weiß ich nicht. Ah, okay, die sind fertig. So, dann werden wir das Zeug mal hier eben abladen und dann gehen wir mal hier in diese Richtung, werden hier so ein bisschen erkunden.
Da waren wir nämlich auch noch gar nicht. Also hier mal den Fluss entlang und dann vielleicht eine Reihe da drüber. So, komm mal hierher. Warte mal, wieso? Wieso seid ihr 20? Das muss ja ein Versehen gewesen sein. So, dann machen wir hier nämlich schon runter auf 12. Ich hab schon gefragt, warum seid ihr so viele? So, disband. Achso, jetzt habe ich natürlich wieder zu wenige. Aber einer unserer Leute auf jeden Fall 15 Hammer gefunden. Das wollte ich jetzt so gar nicht. Ich wollte eigentlich. Genau. Hä? Nein! So, 12. So. Ach, ich bin echt dumm, ne? Reinforce auf 12. Nein. Ich bin wirklich dumm, tut mir leid. So, wir lösen jetzt 8 Leute auf. Ja? Ne? So. Damit ist alles richtig. Juhu. Ja, ich habe es vorhin falsch gemacht, deswegen. Das erklärt natürlich einiges. Ja, geht mal dahin. Nein, geht nicht dahin. Halt! Nein, kommt zurück. Wir müssen erst abladen. 80 Fleisch. So, und jetzt müssen wir ihn nochmal rein, weil jetzt kann man natürlich auch weiter produzieren. Hehe. Ja, ich hab gesagt, das war sehr echt. Ja, wenn man die ganzen Leute mitnimmt hier auf Expeditionszug, dann kann es ja gar nichts werden mit dem Kindermachen, wenn keiner da ist. Nur die Alten. Gut. Ich hätte jetzt mal überlegen, ob das hier nicht schon wieder zu laut ist teilweise, aber das Forum wird noch weiter gebaut. So, und jetzt haben wir natürlich wieder 7 Inaktive. Genau, dann baut man hier nämlich so Werkzeuge auf jeden Fall weiter. Die Frage ist, brauchen wir tatsächlich noch mehr Waffen? Ja, wir haben nur 5. Jetzt haben wir einen inaktiven. Ne, 3. Okay, gut, dann ist egal. Dann macht ihr einfach weiter. So. Herzlichen Glückwunsch. Es geht doch wieder weiter Waffen. Alles schön ausgeglichen. Ist ja genau auf 10. Okay. Jetzt Armee. So, die Expeditionsarmee. Unload. Natürlich geil. Kein Mensch weiß, was wir mit Wolle überhaupt anfangen können. Aber wir haben jetzt welche. Man könnte jetzt auch überlegen, zum Beispiel die Palisade zu erweitern, hier um eine zweite Reihe, so vielleicht, ja. Und da dazwischen auch nochmal Leute hinzustellen, dass die Barbaren erst da durchbrechen müssen. Ist ein bisschen die Frage, wie weit die Reichweite der Javelins ist. Man könnte vielleicht auch überlegen, eine Nahkampftruppe zu bilden, die dann hier quasi drin steht. Die dann die Gegner hier bindet, ja. Aber wobei das hat jetzt auch ganz gut funktioniert beim letzten Mal. Vielleicht sollte ich das jetzt auch nicht verändern. Gut, also, die Expeditionsarmee, gib sie mir, so, geh mal dahin, vielleicht finden wir auch wieder irgendwo eine schwächliche Truppe von Gegnern, die wir eventuell platt machen können, oder kannst auch hierhin erstmal, geh mal so und so. We're exploring new lands and there are content dozens of mounting porcos. Okay, perfekt. Mehr Porcos. Der Grund für die Expedition war ja, mehr Leute zu besorgen. Oh. We're ascending the steep slopes of a newly discovered territory when they started to feel the ground moving under their feet. The piece of land on which the group was standing sharply broke away, causing a massive landslide. Many of our porcos were injured, but luckily all of them survived. As they got back on their feet, they noticed a shiny protuberance from afar. As they approached it, they discovered an enormous deposit of ore, which had been laid bare by the landslide. Und wir kriegen Loot. Oh, Eisen, Zinn und Gold. Dahin? Was seid ihr für welche?
Fünf Leute. Mit fünf Leuten wären wir fertig, oder? Da lachen noch unsere Wölfe drüber. Wir hetzen die Hunde auf sie. Abandoned Village. While exploring the lands, our group Expeditionsheim is tumbled upon the remains of an... Ach so, ne? Das ist auf euch vergessen, wir zu übersetzen. Ein Land. Abrutsch. Die haben geklettert, dann gab es eine Gesteinslawine und es wurde auf einmal Erz freigelegt. Drei verschiedene Arten Erz an einer Stelle. Mhm. Und die haben wir mitgenommen. Ah, Logic. Naja. Schön. Also, while exploring the lands, our group Expeditionsheim is tumbled upon the remains of an abandoned primitive village of a few huts. Cautiously, the Proko started to inspect these remains and came to the conclusion that whomever lived here are now long gone. Das hatten wir schon mal, das Event, glaube ich. Auf jeden Fall lebt hier niemand mehr. Nimm mal alles mit. 40 Loot. Steine, oh, Pottery, Javelins und Essen. Ich werde jetzt nicht gierig werden, wir laufen jetzt zurück. Auf und zurück bis hierhin. Und dann laufen wir runter. So viel gutes Zeug. Vor allem mit Pottery können wir ja tatsächlich die nächste Forschung anstoßen. Und dann tatsächlich ein Nahrungsmittellager bauen. Und natürlich alle schöne rein verlegen in die Palisade, damit uns zumindest darum nicht geklaut werden kann. Eigentlich wäre es ganz lässig, wenn man... wobei, das können wir eigentlich. Wir können die ganzen wertvollen Sachen wirklich nach drinnen verlagern ins Lager. Wir müssen nur... die Restrictions der ganzen Lagersachen da einstellen. Aber man da natürlich immer, ja, es ist ja nur Bodenlager. Ich weiß halt nicht, wann ich das richtige Lager bekomme. Nicht, dass das quasi dann Arbeit umsonst ist, aber vielleicht kann man die Dinge auch einfach upgraden zum besseren Lager. Das wäre natürlich die beste Variante. So, komm zurück nach Hause. So, und wir gehen jetzt direkt hier hin. Ja, man könnte sich natürlich überlegen, eine Kolonie zu gründen, um zum Beispiel Clay zu importieren. Ich weiß noch gar nicht, ob es tatsächlich so eine Art Handelsroutensystem gibt. Ich glaube, wir müssen tatsächlich immer wieder hin und her laufen. So. Das Forum ist fertig. Arbeitet hier nicht jemand? Nein. Plus 1,1 für Community. Ja, Start geht hoch um 0,9. Wie schaut es mit unseren Werten eigentlich aus, so grundsätzlich? Hat ja doch mehr Lager, sowas von. Okay. Ja, Wachstum ist mal wieder völlig nicht da. Realität geht hoch auf 66. Konflikt geht wieder runter. 17 Intelligenz. Ja, Life Quality ist noch nicht so unsere stärkste Seite, sage ich mal. So, dann... Tja. Machen wir das mal so. Gut, dann die Armee. Unload. Jetzt kriegen die Leute tatsächlich auch ein paar bessere Bedürfnisse dann befriedigt. Zumindest für kurze Zeit. So, und wir haben ja noch Leute, die wir hier mit reinpacken können. Den Alten nehmen wir mit. Als Wolfsfutter. Nein. Nein! Hab ich nicht gesagt. Okay. Das heißt, in Klartext, wir können jetzt tatsächlich... wohin? Nein, hierhin. Knowledges und... Protecting the Food. Hauen wir da mal so 8 Farmer rein. Und starten. Dauert auch nicht lange, zum Glück. Ja, und eigentlich haben wir doch jetzt auch genug Fleisch, oder? Für A Way of the Beast. Ja, definitiv haben wir das. Dann lass uns doch das auch machen. Hier. So, 5 Jäger. Ja, bei denen ist es echt egal. Das Einkommen, Essen ist eh so gering. Da machst du nichts aus, ob das jetzt völlig wegfällt. Und die haben trotzdem nur 67. So. 13 Wolle. Schön. Also wir können hier allow everything.
Restricted. Da können wir machen, was rein darf und was nicht. Okay. Machen wir das hier. Restricted. Allow Javelins. Ah, okay, ich verstehe. Halt mal. Kann ich das auch wieder wegmachen? Das war hier Wolle, ne? Forbid. So, get max. Destroy some forbid. Ne, das passt. Wie viel haben wir denn da? Ja gut, das passt ja eigentlich. Ja, man könnte das jetzt echt alles einstellen. Es wäre schön, wenn wir viel größere Lager hätten. Oder Stockwerkslager oder so. Das wäre toll. Ja, alles ist besser als diese Bodenlager. Oh, wir haben überhaupt kein Holz mehr. Überhaupt keins mehr. Wir haben jetzt auch trotzdem zwei inaktive. Dann denke ich, werden wir das mal direkt investieren in mehr Holzproduktion. So. Ja, stimmt, ja, komm. Ich denke, wir können dich jetzt, sag ich mal, schlafen schicken. Brauchen nicht noch mehr Javelins. Sollte auch mehr Holz reinkommen. Brauchen wir ja auch für mehr Häuser. So, jetzt ist die Lage mit Slums schon mal etwas besser. Aber hier sind immer noch welche. Ja, wir warten jetzt. Wir bauen nur noch die besseren Häuser. Plus 1,2 bekommen wir da jetzt plus 3. Ja, aber Hammer brauchen wir eigentlich echt viele. So, ich hätte gesagt, wir laufen direkt nochmal los. Mit der Armee. Und holen nochmal direkt Fleisch. Am besten vielleicht an den Kühen hier. Es sind nur 2. Was reicht eigentlich? So, hier. Hand. Also man kann hier dann irgendwann auch so politische Geschichten und so erforschen. Also, dass wir dann die Politiken uns einführen können, das sollte jetzt auch irgendwann vielleicht mal kommen. Jetzt, so wie wir das Forum zumindest haben. So. Dann huntet mal. Economic Balance Administration. Prozent Arbeitslose. Ja, und immer wieder ein echt schlechtes Wachstum. Unsere Health ist schon wieder so gering. Das war schon viel besser eigentlich mal. Naja, können wir dann jetzt... Okay, Granaries sind jetzt verfügbar. Ja, Granary. Ein Hammer, 2 Holz. 64 Essen, 4×16. Schon sehr viel besser. Aber... Ja, die brauchen doch immer 2 Holz. Ja. So, mal hier mal eins. Bei mir reicht es jetzt auch gar nicht momentan. Tatsächlich, das Holz das Problem ist. Ist echt unfassbar. Wir haben aber nochmal 2 Inactives. Wir können ja nochmal... Ja, nochmal ein Holzfäller bauen. So, ihr solltet euch ja jetzt dann direkt zuweisen, ne? Also, wenn das dann fertig ist, entsprechend. Du, hier oben war es schon fertig, oder? Das ist 0,5. Das ist 0,5. Gut. So. Ah ja, okay, haben sich automatisch eingestellt. Gut, damit haben wir wieder alle nur ein Brot, alle unsere Leute. Die Hunters sind noch am Forschen. The Way of the Beast. Cast of Warriors inspired by the spirit of fierce wild animals. Geil. Wir sind auch noch lange nicht am Limit. Unsere Leute sind furchtbar, also potenziell zumindest schlau. Ich glaube, hier haben wir, glaube ich, noch gar nichts hier bei den Policies, ne? Legitimacy noch gar nichts.
Treasury. Ja, die Gift Economy. Food Rationing. Feed Food Consumption, Building Efficiency, Mission Conflict, Population Stress. To add a revocation of this policy. Ja, so diese Situation könnte man theoretisch abschaffen. Aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass das so schlau ist. Weil dann komme ich gar nicht mehr hinterher mit dem anderen Zeug hier. Das können wir uns dann irgendwann leisten, wenn es richtig hier ganz dick aussieht bei uns. Wenn Sri Lanka in einer goldenen, in einem goldenen Zeitalter oder so ist, dann geht das. So. Ja, und ich würde ja so gerne die graden. Das kann ich. Ich kann euch nicht upgraden, so. Abandon, tear down. Da kann ich das einfach da. Konnte ich das einfach draufsetzen? Nee, konnte ich nicht. Dann mach dann dich schon mal weg hier. So. Abandon. Oh nee, einfach nur tear down, so. Ist das Essen auch viel länger haltbar? Also, hoffentlich. Oder keine Ahnung, ob es überhaupt eine Haltbarkeit hat. Vielleicht essen die Leute ja ständig schlechtes Essen. Sind deshalb so scheiße drauf und immer krank. Das ist nicht unrealistisch. So. Ihr seid fertig. Dann kommt nach Hause und dann machen wir wieder eine Expedition nach Norden. Unload. Dann können wir uns hier ein bisschen beschäftigen, ne? So. Da hoch. So, the way of the beast was successfully completed. Oh, das will ich mal kurz gucken. Elite-Krieger? Was man denn für die braucht? Ich würde ja unsere normalen Leute Elite-Krieger umwandeln, aber... So, New Formation. So, mal hier das Camp. Army. Melee Units. Berserker Wolf Warrior. Berserker. Ah, man sieht ja gleich immer die Werte von denen. Wolf Warrior. Cost per Unit. Okay, wir brauchen Wölfe. Okay, und der Berserker? Der braucht Bären. Ich meine, wir haben Wölfe und Bären, eigentlich. Ach, es gibt tatsächlich auch noch berittene Einheiten später. Sehr schön. Aber gut, dann, Wölfe und Bären, hä? Alles klar. Haben wir denn zufällig schon? Na gut, dann kommen wir, bauen mal eine Granary. Zumindest mal. Also es werden natürlich mehr werden mit der Zeit. Knowing the plants. Nature created many different plants, fruits and roots. If we take time to study the effects, we could get new knowledges on how to cure some of the affections our people suffer. Okay. 20%. To trigger its rewards, it failed. The project will need to be restarted from scratch. Unsere Farmer müssten das machen. Unsere Farmer sind wohl zu dumm dafür. 20% ist halt in der 15. Chance, dass es triggert. Wir könnten es ja mal versuchen. Nö. So. Ah, jetzt war schon 35%. Glaube ich. Prozent Success. 40 Minuten. Warte, kann ich euch auch wieder... Ich kann euch nicht wieder abziehen. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Gehen uns nämlich die Karotten aus.
Die werden doch abgezogen, wenn man mit denen forscht, oder? So, hier sind noch welche. Ja auch. Ja auch. Okay. Na, sehr schön. Es werden keine Farmen abgezogen. Das ist ja super. Na gut, 40% ist natürlich, ja, 2 von 5. Das ist besser als nichts, schätze ich. Gut, das ist nochmal eine Fußzeug. Ich hoffe, die schaffen auch automatisch, dass sie dann dort Sachen reinpacken sollen, die essbar sind. Ein Ostrichherr, der wurde ja mal wieder hier gesichtet. Was ist das hier? Irgendwelche Wüstenlandschaften? Tatsache. Nicht, dass uns hier die Leute jetzt sterben oder so. Oh, wir haben ein verlorenes Dorf gefunden in der Wüste. 40 Loot. Steine, Flints, Essen und Leder. Mal wieder. Gut. Ehrlich gesagt, wäre ich froh über den Sturm, der uns mehr Holz bringt. Das wäre richtig geil. Oh. Wieder ein Tribe, der am Verhungern war. Perfekt. Mehr Einwohner. Oh. Megamirdon. Nochmal ein Tribe. 40 Loot mehr. So, wir gehen hier hin und dann gehen wir mal da hoch. Das ist ein anderes Dorf und das ist tatsächlich eine Free City. Rite of Passage, Trading Rights und Peace. So, können wir hier was Spezielles machen? Geh mal dahin. Cranky, cranky, crank. Okay. Eine weitere Free City. So, ich kann jetzt hier nichts machen, ne? Ich kann... Ja, also ich kann nicht sagen. Meistens ist wegen 45 Porkos. Ja, das sind unsere Leute. Na gut. Zumindest wissen wir, wo theoretisch Leute sind. Also wie waren wir auch hier hinten? In den Gebieten waren wir nicht. So, ich weiß, es ist zwar schon wieder leicht riskant, was ich mache, weil wir das alles wieder verlieren könnten, theoretisch, wenn jetzt ein böses Event kommt. So, wir gehen nochmal hier hin und dann gehen wir zurück. Hier drüben ist auf jeden Fall Wasser. Theoretisch könnten wir auch über den Fluss bis zum Meer kommen. Eigentlich eine sehr schöne Position, ne? Eigentlich eine typisch, gerade so typische Stadtposition. Ja, am Rande der Wüste. Die letzten fruchtbaren Flecken. Gut bewässert durch den Free Nil. Naja, ich lade mal die Jungs jetzt zurück nach Hause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao, euer Freelancer.